herzlich willkommen in meiner Küche. Es ist 8:15 Uhr, 8.15 Uhr morgens und ich bin schon fleißig dabei, einen Kuchen zu backen. Mein Mann hat zweite Schicht und würde den Kuchen gerne zur Arbeit mitnehmen. Drum muss ich mich heute ein bisschen sputen, dass der auch noch schön auskühlen kann, dass er ihn mitnehmen kann. Und zwar gibt es bei mir heute eine, fragt mich bitte nicht, warum der so heißt, er heißt Afrika-Bombe. Er ist aus einem Heft, wo so ganz viele Dorfbewohner die Rezepte eingeschrieben haben. Er heißt Afrika-Bombe. Ich lese euch mal kurz vor, was wir dafür brauchen. Wir brauchen 250 Gramm Butter. Und dann geht es eigentlich jetzt schon los. Laut Rezept 375 Gramm Zucker. Also bei aller Liebe, wahrscheinlich deswegen Bombe. Ich habe den Zucker reduziert auf 250 Gramm. 6 Eier, einen Esslöffel Zimt, 2 Esslöffel Kakao, 250 Gramm Mehl, einen Esslöffel Rum, ein Päckchen Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker, 125 Gramm gemahlene Nüsse, ich habe so um die 150, das war der Rest noch von meinem Paket, und eine Tasse starken Kaffee oder Espresso. Meinen Backofen habe ich bereits vorgeheizt auf 175 Grad Ober- und Unterhitze und eine Form, in der ihr den Kuchen backen möchtet, richtet ihr euch auch her. Ich habe wieder meine schöne Form von Mutti und Moa, da brauche ich gar nichts mehr sagen dazu. Ihr wisst, ich benutze die einfach gerne und die habe ich mir nur ganz leicht mit Backtrennspray ausgesprüht. Was ich noch vorbereitet habe, das ist, dass ich mir die Nüsse schon gemahlen habe. Und zwar gar nicht auf Stufe 10, sondern ich habe sie wirklich jetzt nur so 6 Sekunden auf Stufe 7 gemahlen. Und dann können wir auch schon starten. Das ist kein Thermomix-Rezept, aber ich würde sagen, das schaffen wir auch im Thermomix. Ich mache meinen Rührteig wieder so, wie ihr das schon von mir kennt. Ich gebe meine Butter rein, weiche Butter, also es ist wichtig, dass die Butter weich ist. Ich habe meine jetzt schon die ganze Nacht heraufliegen gehabt und dazu kommt jetzt der Zucker. Wie gesagt, wenn ihr das sehr süß möchtet, nehmt die 375 Gramm, ich nehme nur 250, weil ich finde auch das reicht noch. Ein Päckchen Vanillezucker und das Ganze lasse ich jetzt erst einmal so 1,5 bis 2 Minuten auf der Stufe 3 bis 4. Schauen wir mal, ich stelle mal 2 Minuten. Und ich schaue dann noch. Stufe 3 habe ich jetzt gestellt und da lasse ich es jetzt mal 2 Minuten richtig cremig aufschlagen. Ich habe die Stufe auf 3,5 erhöht. Schaut da ein bisschen rein. So gefällt mir das. So ist das eine schöne weiß-cremige Masse. Und jetzt kommen 6 ganze Eier dazu. Und ich werde jedes Ei eine Minute unterrühren. Ich schalte wieder auf Stufe 3,5 und gebe von oben jedes Ei einzeln dazu. Wir sehen uns also in 6 Minuten wieder. Meine 6 Minuten sind vorbei. Ich habe jedes Ei wirklich eine Minute untergerührt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Also das ist eine richtige schöne schaumige Masse. Ich mache das immer. So, und jetzt kommen auch schon unsere Nüsse, die ich schon gemahlen habe, dazu. Sowie ein guter Esslöffel Rum. Zwei Esslöffel Backkakao. Ein Esslöffel Zimt. Und eine Tasse starker Kaffee oder Espresso. Das ist immer so eine Mengenangabe, wo ich sehr schlecht umgehen kann damit. Ich habe hier jetzt eine Tasse, aber ist die zu groß, ist die zu klein? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt mal wiegen. Ich mache erstmal nur die halbe rein. Ich mache erstmal 60 Gramm, nur damit ihr ein bisschen Angabe auch habt. 57 Gramm. Das Ganze verrühre ich kurz ohne Mehl, also das Mehl habe ich noch hier draußen. Das Ganze verrühren wir uns kurz
10 Sekunden auf der Stufe 3,5. Jetzt gebe ich unser Mehl dazu mit dem Backpulver und das Ganze hebe ich mir nur kurz im Linkslauf und im Rechtslauf unter. Sollte ich jetzt sehen, dass mir der Teig zu fest ist, können wir immer noch Kaffee nachgeben. Aber jetzt schauen wir erst einmal, 10 Sekunden stelle ich ein und wechsle im Rechts- und Linkslauf. Dann schauen wir es uns einmal an. Ich gehe nochmal, so schaut es jetzt aus, ich gehe mit dem Spatel noch einmal rum. Also ich würde sagen, mir reichen die 60 Gramm Kaffee. Das ist ein schöner, geschmeidiger Teig. Also macht euch so einen kleinen Espresso oder so, das reicht absolut aus. Den Teig füllen wir uns jetzt in unsere vorbereitete Form. Ich habe meinen Kuchen noch ein bisschen glatt gestrichen. So schaut es aus. Ich glaube, die Form ist sehr passend. Es ist nämlich keine Form angegeben im Rezept. Also mit einer Springform, Gugelhupfform oder was auch immer ihr habt, seid ihr auf jeden Fall gut dabei, so eine Kranzform. Und so kommt der jetzt für eine Stunde bei 175 Grad Ober- und Unterhitze in die mittlere Einschubhöhe. Ich schaue ein bisschen, beobachte das ein wenig, jeder Ofen backt anders. Wenn er mir zu dunkel wird, lege ich oben ein bisschen Backpapier drüber. Ich mag keine so dunklen Kuchen. Wir sehen uns in einer Stunde wieder, beziehungsweise für euch gleich. Mein Kuchen ist aus dem Backofen raus. Er steht jetzt ungefähr 10 Minuten. Nicht ganz, vielleicht da, ich habe kurz telefoniert. Und jetzt schauen wir mal, wie wir ihn rausbringen. Ich habe ihn genau eine Stunde bei 175 Grad im Backofen gehabt. Und habe nach einer halben Stunde ein Backpapier drüber gemacht. So schaut er aus. Duftet richtig gut. Und jetzt hoffen wir mal, dass er raus will. Jawohl. Oh, sehr schön. Immer eine Freude. Und der, oh, der riecht sehr gut. Schaut mal. So schwarz, wie er jetzt in der Kamera ausschaut, ist er eigentlich gar nicht. Wartet einmal, ich glaube, ich habe das Licht ein bisschen runter. Ein bisschen zu weit. Also richtig schöne Farbe. Und rundherum sehr schön rausgegangen. Zeitlich passt es auch, es ist 10 Uhr. Den stelle ich jetzt kühl, dass er schnell abkühlt. Und dann kommt oben drüber nur noch ein bisschen eine Schokoladenglasur. Ich mache euch natürlich wie immer einen Anschnitt und ich sage es nochmal, auch wenn ich den Kuchen nicht probiere, ihr könnt mir wirklich vertrauen, wenn der mir nicht schmeckt, kommt das Video nicht. Ich habe wirklich viele Videos, die wir gar nicht hochladen, weil ich sage, die haben uns nicht überzeugt. Also was ihr seht auf meinem Kanal, schmeckt uns auch und da stehe ich auch wirklich dahinter. Und was ich noch sagen wollte, ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Ich freue mich natürlich immer über ein Abo hier und über einen Daumen nach oben. Aber auch auf Instagram habe ich einen Account, auch unter Susis Cooking Kanal, wo ich eigentlich immer wieder mal Stories einposte und ich würde mich freuen, wenn ihr mir da auch folgen würdet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage Servus und Pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.